Ihr habt jetzt ganz lange und ganz oft gefragt, das Thema, wann lohnt sich Chiptuning, wann kann man Chiptuning machen, wann kann man es nicht machen. Und jetzt habe ich mir gesagt, jetzt mache ich euch einfach mal ein Video, dass ihr einfach mal ein bisschen einen Anhaltspunkt habt. Also das allererste ist natürlich, um das machen zu können, brauchen wir oder derjenige, der das durchführt, erstmal die Möglichkeit, das Steuergerät zu lesen und wieder zu beschreiben. Das ist mal der allererste und auch mal der wichtigste Grund. Wir brauchen den Datenstand vom Steuergerät, um ihn überhaupt bearbeiten zu können und ihn natürlich wieder aufs Steuergerät schreiben zu können. Das heißt, wenn ihr ein Fahrzeug habt, dass das nicht kann, beziehungsweise dass unser Tool das nicht kann, dann kann man natürlich dieses Fahrzeug logischerweise auch nicht machen. Das wäre mal der ganz, ganz wichtige und entscheidende Punkt. Punkt Nummer zwei ist natürlich immer die Thematik, lohnt es sich? Ja? Es gibt viele Fahrzeuge, Beispiel, nehmen wir irgendwelche Saugmotoren, ja, wo einfach, sage ich mal, nachher 8, 9, 10, 12 PS, 10, 15 Newtonmeter rauskommen, wo ich einfach sage, ja, man kann es machen, wir können es machen, aber es ist einfach so, lohnt es sich für das, was ich an Leistung bekomme, das Geld auszugeben? Und das ist hier die ganz entscheidende Frage. Ich bin der Meinung, 8 PS, 15 Newtonmeter, sagen wir mal 300 Euro, 400 Euro, Preis ist von der Realität her viel zu weit auseinander. Ja? Lass uns mal dahingestellt, ob es spürbar ist, ob es was bringt, etc. Ich bin der Meinung, nein, und ich tue das auch nicht offiziell verkaufen. Das heißt, wenn ihr das haben wollt, kriegt ihr das, aber ich mache damit keine Werbung. Ja? Wenn wir jetzt Autos haben, wo das Potenzial relativ groß ist, ja, wie bei den meisten Turbomotoren, es gibt auch Saugmotoren, wo man deutlich noch was rausholen kann, dann sage ich mal ja. Aber es ist immer so eine Kosten-Nutzen-Frage. Machen tut man es generell für jedes Fahrzeug, wenn man den Datenstand lesen und schreiben kann, also wenn das passende Tool vorhanden ist. Nur ist in meinen Augen immer die Frage, lohnt es sich für das Fahrzeug oder lohnt es sich nicht? Ja? Thema Nummer 3 ist natürlich ganz wichtig, die Thematik ist schon was bekannt. Wenn man natürlich weiß, die und die Fahrzeuge mit denen und den Motoren machen Probleme, dann hält man sich natürlich ein bisschen zurück. Da geht es einfach darum, wenn nachher irgendwas kaputt geht, ist sowieso immer der Tuner oder derjenige, der die Software gemacht hat, der Schuldige. Kommt eher selten vor, wie schon gesagt, es gibt heutzutage ganz, ganz wenige Autos, wo man sagt, da lassen wir lieber die Finger weg. Also von dem her, das ist nicht mehr so die Thematik. Aber ist natürlich auch wichtig, dass man da einfach aufpasst. Ja, man weiß, bei den Autos gibt es Probleme, da sind Probleme bekannt. Da sind Motorschäden oder Bauteileschäden schon im Serienzustand vorhanden oder kommen vor. Dann guckt man da natürlich zweimal drauf. Nächste Thematik ist natürlich die Kilometer-Thematik. Die Kilometer-Thematik ist immer ein Streitthema. Ich sag, wenn das Auto sauber gepflegt worden ist, immer warm gefahren worden ist, ordentliche Wartungsintervalle bekommen hat, dann spielt das definitiv eine untergeordnete Rolle. Na? Wenn natürlich jetzt das Auto, sage ich mal, da mal ein Intervall übersprungen worden ist, da mal ein Intervall, dann weiß man eh schon, da gibt es Probleme und man hat das Auto nicht gewartet, man fährt das Auto nicht kalt, nicht warm, sondern fährt vom Hof, sage ich mal, und gibt gleich Gummi. Dann ist natürlich schwierig, weil wie schon gesagt, wenn nachher irgendwas ist, dann heißt es immer, liegt an der Software. Also da muss man schon ein bisschen schauen, bei was für Autos man es macht und natürlich auch der technische Zustand. Ja, wenn ich natürlich ein Auto habe, das 300.000 Kilometer hat, wo ich schon höre, der Turbolader pfeift, wo ich schon sehe, ich habe schon Ölverlust, dann überlegt man sich das natürlich zweimal, beziehungsweise lehnt so ein Fahrzeug ab oder lässt halt den vorhandenen Schaden oder Defekt erstmal reparieren und guckt sich wegen mir dann das Fahrzeug nochmal an. Ja, aber das sind so Feinheiten, wo man einfach drauf achten muss oder wo man einfach als Tuner drauf achtet, macht man das nicht, weil es gibt natürlich die Autos, die man lieber
nicht macht, weil einfach Probleme vorhanden sind. Das ist auch nicht negativ gegenüber dem Kunde oder böse gegenüber dem Kunde, sondern da geht es einfach darum, es hilft keinem von beiden. Ja, wenn nachher irgendein Schaden ist, dann heißt es der Juno war's und ja, es hilft halt einfach niemand. Deswegen, ja, war einfach mal so ein kurzer Überblick für euch. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen so einen Eindruck verschaffen, nach was ich schaue. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Arbeitstag und wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald. Ciao.